Die Geschäftsordnungsdebatte geht weiter mit Christian Hafenecker von der FPÖ. Danke, Herr Präsident. Ja, ich möchte auch von unserer Seite her unserem Ärger Ausdruck verleihen, dass die Ministerin ganz bewusst zu mehr als der Hälfte der Sitzungen nicht mehr kommt. Offensichtlich nimmt sie das Parlament nicht ernst. Und wie meine Vorredner bereits gesagt haben, das sind doch keine Termine, die hereinbrechen über uns wie Naturkatastrophen, sondern es gibt einen Arbeitsplan des Parlaments. Und nach dem hat sich die Frau Minister zu richten. Und das hat sie auch zu wertschätzen, was hier herinnen passiert. Und ich möchte es wiederholen, was die Kollegen gesagt haben. Wenn es der Grünen Fraktion so wichtig ist, dass diese Beschlüsse heute durchgeführt werden, ja, dann müssen sie halt ein bisschen später damit beginnen, sich in Weihnachtsstimmung zu begeben. Dann müssen wir nächste Woche noch eine Sondersitzung machen. Dann muss die Frau Minister halt jetzt einmal aufhören, irgendwo im Ausland zu champagnisieren, im Privatjet, sondern daherkommen und hier ihre Beschlüsse auch zur Beschlussfassung bringen. Ich muss Ihnen das ganz klar sagen, wir haben ein Ministerium, das Klimaministerium, das mit Abstand das größte Ausmaß an Beraterkosten verbrennt. Es werden dort 13 Millionen Euro verbrannt. Wir wissen nicht wofür. Also wenn man sich schon 13 Millionen Euro Berater leistet in diesem Ministerium, dann könnten diese Berater zumindest darauf hinweisen, dass es nicht schlecht wäre, im Parlament aufzutauchen, wenn meine Tagesordnungspunkte hier auch zur Beschlussfassung stehen. Und noch etwas. Ich weiß schon, warum die Frau Minister vielleicht hin und wieder nicht kommt, weil sie ohnehin am wenigsten zum parlamentarischen Betrieb beiträgt. Einfach deswegen, weil ja überhaupt keine Entwürfe aus ihrem Ministerium kommen. Also es ist ja ein Ministerium, wo ja gähnende Leere an Vorlagen herrscht. Es kommt ja gar nichts. Und eines verstehe ich noch nicht, wenn die Ministerin jeden Tag irgendwie davon spricht, dass das Klimaschutzgesetz für sie so wichtig wäre. Na, gerade da wäre es wichtig, dass man zu Hause im Büro sitzt und nicht durch die Welt chattet, nach vorne und nach hinten und retour und weiß ich nicht wohin. Also auch das kann man der Ministerin ausrichten. Und zum Schluss, auch wir schließen uns dem Kollegen Scherak und den Kollegen von der SPÖ an und sind natürlich für eine Vertagung dieser Tagesordnungspunkte. Und wie gesagt, wer nicht hören kann, muss fühlen. Und da müssen wir nächste Woche eine Sondersitzung machen.